Ich kann selber gar nicht genauso orten, woher diese Triebfeder kommt, das zu tun. Aber ich weiß, dass es tief in mir steckt und dass ich mich dazu nicht zwingen muss. Es ist sicher keine Geschichte von Prestige oder sonst was, sondern das ist tief in mir verwurzelt. Als Kind war ich immer schon der das Abenteuer gesucht hat und immer wieder wilde Aktionen gesetzt hat. Und mit der Zeit lernt man mit der Gefahr zu leben. Ich weiß hier zum Beispiel, dass ich das hundertprozentig klettern kann mit Seil, aber dann was passiert, schließlich und endlich dann ohne Seil, das seelische Gleichgewicht für diese 12 Minuten Kletterzeit aufrechtzuerhalten, das ist doch schwierig. Und ich habe es während der Begehung gemerkt, also die Konzentration ist wie eine innere Uhr, die kommt und geht. Das Gefühl der Angst ist ein sehr intensives Gefühl, das sich nur schwer kontrollieren lässt. Und so muss ich eben das richtige Timing finden, den Rhythmus. Also rasten, die Angst kann kommen, aber wenn ich klettere, dann muss die Konzentration da sein. Und so ist das ein Kennenlernen von, und manchmal auch irgendwo die Möglichkeit, tief in deine Seele zu schauen, weil da ist wirklich, da geht es um Lüge und Wahrheit und da gibt es nur mehr Wahrheit.